Hans-Peter Marti, du bist Historiker und dein Fachgebiet ist das frühneuzeitliche Disputationswesen, wie du das nennst in einem deiner Aufsätze. Ist das richtig so? Das frühneuzeitliche Disputationswesen ist tatsächlich mein Hauptforschungsgebiet, mit dem ich mich seit mehr als 30 Jahren beschäftige. Aber es ergeben sich immer wieder interessante Beziehungen zu anderen Bereichen, in denen ich auch tätig war und bin. Aber jetzt vielleicht doch die Frage, was ist das genau? Also frühe Neuzeit könnte man, das ist die Zeit, sagen wir, zwischen der Entdeckung Amerikas und der Französischen Revolution, grob gesagt. Das stimmt, Das trifft oder? grob gesagt zu, obwohl natürlich die Historiker auch in dieser Frage uneinig sind, wo man die frühe Neuzeit beginnen lässt, wo sie endet. Aber grosso modo kann man dem zustimmen. Es ist die Zeit in etwa zwischen dem Jahr 1500 und 1800, was ihre Datierung, ihre inhaltliche Datierung, ausgerichtet auf die Französische Revolution bestätigt. Ja, das ist das eine, aber jetzt das andere, das Disputationswesen, was ist das? Es ist nicht ganz einfach, dies in wenigen Sätzen zu erklären. Die Disputation hat sich an der mittelalterlichen Universität zu einer Unterrichtsform entwickelt. Neben der Lectio gab es die Disputatio. Darunter ist ein Streitgespräch zu einem bestimmten Gegenstand zu verstehen. Es werden Einzelthesen verteidigt, aber auch dann angegriffen. Und in der frühen Neuzeit hat sich das Disputationswesen nach wie vor an den Universitäten und an den hohen Schulen weiterentwickelt, und zwar zu einer Form, in der ein Respondent, meistens ein Student unter der Leitung eines Professors, den man Präses nannte, eine Anzahl Thesen verteidigte, die von Opponenten angefochten, bestritten wurden, und das ganze Streitgesprächs Prozedere entwickelte sich innerhalb einer bestimmten festgesetzten Zeit, in welcher zum selben Thema dann die verschiedenen Positionen abgesteckt und zum Teil auch weiterentwickelt werden konnten. Generell geht man aber davon aus, dass die Meinungen in einer Schuldisputation von Anfang an gemacht waren und die Protagonisten keine andere Aufgabe hatten, als eine bestimmte, auch im Voraus mehr oder weniger festgesetzte Meinung vor einem akademischen Publikum zu verteidigen.